Und gleich werde ich hier reinhacken. Barbarisch. Ja, ich werde barbarisch reinhacken auf C5. Jetzt gegen Mr. Graffin. Mr. Graffin, auf geht's. Komm, zeig mir, wo der Hammer hängt hier. Mr. Graffin. Sir Schlemmelot fragt, bin schon älter, was ist ein Homie? Ja, frag das doch mal hier, der Freund, der das gesagt hat. Frag das doch mal Lenny 631. Lenny 631, erklär doch bitte mal, was ein Homie ist für unseren Freund hier, Sir Schlemmelot. So. Georg hat den Turm. Ja, was geht dann ab? Georg. Sehr nice. Georg hat den Turm. Das bedeutet, Georg ist schon seit geraumer Zeit dabei. Sehr nice. Was ist hier eigentlich los? Haben wir die schöne Eichengelsk-Variante. Die schöne alte Eichengelsk-Variante. Immer wieder eine Freude, sie auf dem Brett zu sehen. So, jetzt spielen wir den Springer raus oder den Bauern raus oder den Läufer raus. Spielen wir mal den Bauern raus. Ist es Zufall, dass Niklas dieselbe Farbkombi wie Beth Harmon trägt? Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein, oder? Worauf soll das dann hinweisen, genau eigentlich? Das ist die andere Frage. Alessandro Sieger fragt, wie kann man beim Sub-Battle teilnehmen? Dafür kannst du dich anmelden und dann kannst du mitmachen. Aber ich glaube, für dieses Sub-Battle, weil das auch verschoben wurde, haben wir jetzt schon sehr viele Anmeldungen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da könnte es schwer sein, jetzt noch reinzukommen. Von daher könnte das schwierig sein diesmal. Aber die gibt es hier regelmäßig, mehr oder weniger einmal im Monat. Und insofern vielleicht dann das nächste Mal. So, C5. Das ist natürlich der, sag ich mal, kritische Zug. Aber hier ist auch eine Fesselung, von daher vielleicht einfach Turm C1 oder Dame C2. Turm C1 gefällt mir eigentlich gut. E5 ist ein bisschen früh. Läufer G5 kann man sich auch noch merken. Dame C2 sieht relativ vernünftig aus. Ich kann noch den Bauern, aber Turm C1 gefällt mir besser. Ich gebe zwar den A5 ab, aber das ist ein Tausch, den ich hier eingehe. Dame C7, okay. Und nö. Und nö. Ich weiß nicht, warum ich das so sage. Bitte fragt mich nicht. Aber und nö. Jetzt spiele ich E5. Und gleich werde ich hier reinhacken. Barbarisch. Ja, ich werde barbarisch reinhacken auf C5. Genau, ABC FEGM, das ist die beste Beschreibung von einem Homie. Ich mache Schabernack und gehe durch dick und dünn mit TBG. Und wer, hier ist was reingekommen. KJF82. Vielen Dank für die Donation. Danke dir, mein Lieber. So, hier ist die Argumentation, einer dieser Figuren wird jetzt fallen. Vor allem der Läufer auf C5 kann sich natürlich opfern. Auf F2, da schlage ich wieder, greift die Dame an, der Springer bleibt angegriffen. Habe ich als gut bewertet. Wir werden herausfinden, ob das auch so ist. Kannst du Subpattle auf YT hochladen, fragt Erik Drexler. Jedes Subpattle ist auf YouTube auch verfügbar. Jeder meiner Streams ist auf YouTube verfügbar. Von daher, Erik, das kann ich bejahen. Wann ist wieder eine Team-Arena, wo wir mitmachen? Weiß ich nicht. World 147. Mal sehen, was abgeht. So, soll ich schon mal den Pre-Moven hier? Ich glaube, den kann er sowieso nicht gut schlagen. Ja, er spielt Springer F4. Das heißt, ich kann mich jetzt hier gütig tun an diesen Läufer. Und ich werde mich gütig tun. Oder hätte ich mit dem. Ich hätte auch Dame D2 spielen können, um hier den Bauern zu decken, auf den Springer zu gehen. Aber ja, man muss auch nicht
es komplizierter machen, als es sein muss. So, der Springer ist ein bisschen lästig jetzt. Bisschen lästig. Vielleicht hätte ich doch mit dem Springer auf C5 schlagen sollen. Naja, naja, naja. Okay, komm. Gehen wir auf Aktivität. Ja, komm, mit der Dame nach vorne hier. Doppelangriff. Das sieht doch eigentlich gut aus, oder? Double Attack gegen Springer und Turm. El Patron, danke dir. Oh, Gegenangriff. Der Frechdachs. Der Frechdachs. Greift meinen Springer an. Jetzt, oh, was ist denn mit meiner Zeit? Bin ich so langsam? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Jetzt wird erstmal reingehackt, oder? Komm, einmal hacken auf F7. Einmal hacken und dann geht's weiter. Der Turm darf nicht schlagen, wie ein Dame schlägt. König schlägt Turm C7 oder Springer G5? Turm C7 sieht auch genial aus. Springer G5 gefällt mir auch. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Komm, spielen wir Springer G5. Und schlagen wir jetzt? Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Alles unter Kontrolle. Turm C7 droht tödlich. Sieht gut aus. Gefällt mir soweit. Soweit gefällt mir das. Mal sehen, wo es noch hingeht, die Reise. Gegen unseren Freund Mr. Graffin. Mike, danke dir. 10 Euro stehen für 10 Punkte als Ziel. Die gibst du mir schon im Voraus. Wäre es nicht sinnvoller, die mir im Nachhinein zu geben, wenn ich es erreicht habe? Ah, GM Plester des Annika Fröwis, aber Josephine Heinemann spielt doch auch mit, oder? Dachte ich. Oder bin ich verkehrt? Ich wohne in Berlin, Brian. Okay, ich muss aber einen Zug machen, Brian. Von daher nimmst du nicht übel, dass ich jetzt hier nachdenke. Welcher schöne Zug möchte uns jetzt beglücken? Der Turm muss ins Spiel, oder? Wie seht ihr das? Turm ins Spiel sieht gut aus. Sieht gut aus. Turm ins Spiel. Ich habe schon mal von Reinickendorf gehört, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon mal da gewesen bin, aber davon gehört habe ich schon mal. Okay. Turm ins Spiel. Alle Figuren wollen zur Party eingeladen werden. Das sagt mein Trainer immer. Alle Figuren wollen zur Party eingeladen werden. So, kann ich jetzt den Turm einladen oder ist das, wird das bestraft? Ich glaube, wir spielen das anders. So. Oh, er hat Turm E8 gepremoved. Das heißt, hätte ich einen anderen Zug gespielt, hätte er direkt aufgeben müssen. Auch interessant. Ja, anyway. So, müssen uns jetzt mal konzentrieren hier, oder? Ein paar schnellere Züge einfliegen. Sagen wir mal einfliegen. Ein paar schnellere Züge einfliegen. Das klingt doch nach einem guten Begriff. So, jetzt mal einen Schach einfliegen. Ja gut, dann pflege ich sogar noch einen Schach ein. Also wenn es so ist, dann pflege ich hier noch ein paar Schachgebote sogar ein. Okay. Also den Turm hätte er auf jeden Fall schlagen müssen. Gehen wir mal in die Analyse. Springer, Turm, König, Bauer. Hier lebt er auf jeden Fall noch. Er lebt noch. Hier Schach, Dame zurück. Okay, ich glaube, das habe ich nicht perfekt gespielt. Komm, wir gehen mal in einen kritischen Moment hier. Ich bin interessiert. Aha, erstmal Läufer schlägt C5, völliger Unsinn. Aha, okay. Ja, nicht völliger Unsinn, aber Springer E3 war eine sehr schöne Riposte, die er hier hatte. Habe ich nicht gesehen. Springer E3, sehr schöne Taktik. Wenn ich schlage, schlägt er mit Schach wieder, gönnt sich meinen Turm. Ach so, ich habe jetzt gegen... Ach, das war Annika Fröwes. Jetzt verstehe ich. So. Springer E3 hätte mich zum Schwitzen gebracht. Hier Dame D6 sieht gut aus. Springer F6. Ja, mein Instinkt war Springer F6. Und jetzt einfach wieder schlagen. Einfach wieder schlagen. Und jetzt. Eieieiei. Boah, das ist natürlich schon harter Tobak hier. Läufer F7 jetzt auch noch alles reinballern, ne? Okay, das habe ich nicht gemacht. Ich dachte, ich könnte auch hier schlagen. Nee, das wäre nicht so gut, ja. Okay, was ist von Läufer schlägt auf 7 zu halten? Ja,
nicht so überzeugend. Oh, der Zug war vor allem schlecht. Hier Dame D8 und alles im Lot für Schwarz. Krass. Dame D8 ist aber auch ein Special-Zug, ne? Dame B4 auch nicht schlecht. Hier, das war alles korrekt. Dame A7. Turm C7. Oh, Turm. Uiuiui, das war ein ganz schöner Gamble-Zug. Ein Gamble-Zug. Ah, Dame B1, Dame G6 hat sie. Habe ich Glück gehabt. Habe ich Glück gehabt. Turm steht auf 3 war ein Schritt in die falsche Richtung. Ja, na, war ein bisschen glücklich. Ich gebe es offen zu. Ja, diese Stellung ist auch nicht zu retten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.